So wie hier in Frankfurt trauten viele Radikalausleger des Islam heute Morgen wohl kaum ihren Augen. Mit ganzen Hundertschaften war die Polizei bereits in den frühen Morgenstunden angerückt. Sie durchsuchten die Räume, überprüften Personalien und nahmen alles mit, was ihnen irgendwie verdächtig vorkam. Hessens Innenminister Boris Rhein zog bereits wenige Stunden nach der Großrazzia positive Bilanz. Die heutigen Aktionen der Länder und des Bundes sind ein ganz wichtiges Signal gegen den radikalen Salafismus in unserem Land. Und die Maßnahmen sind geeignet dazu, eben sehr deutlich auch zu machen, dass wir nicht tatenlos zuschauen, wenn radikale Salafisten hier, insbesondere auch junge Menschen mit einem sehr gefährlichen Gedankengut, indoktrinieren. Und insoweit ist das eine wirklich gute Maßnahme gewesen, eine erfolgreiche Maßnahme gewesen. Und ich sage das nochmal, ein sehr deutliches Signal, dass wir das so nicht zulassen in unserem Land. Bereits seit längerem stehen radikale Salafisten im Verdacht, mit ihrer Propaganda gewaltbereite Islamisten anzustacheln und sogar Verbindungen zu Terrornetzwerken wie Al-Qaida zu pflegen. Das Signal sei daher deutlich so rein. Für Vereine, die mit demokratiefeindlichem Gedankengut junge Menschen indoktrinierten, sei in Hessen kein Platz. Die Salafisten sind eine radikale Auslegung des Islam. Sie sind eine sehr straffe Auslegung des Islam, die insbesondere nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Übereinklang zu bringen ist. Beispielsweise mit den Werten wie Freiheit, beispielsweise auch mit den Werten wie Demokratie, aber auch mit Werten wie Gleichheit und Gleichberechtigung. Und insoweit ist das schon, was dort propagiert wird, ein sehr problematisches Gedankengut. Und was wir wissen, ist eben, dass nicht jeder Salafist ein Terrorist ist. Das will ich ganz klar sagen. Aber es ist eben so, dass jeder, der mit terroristischen Taten aufgefallen ist, irgendwann einmal mit der salafistischen Lehre in Zusammenhang gekommen ist. Im Rhein-Main-Gebiet lag das Hauptaugenmerk der Ermittler auf der Gruppe Dawa FFM. Gegen die Organisation wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wir haben Dawa FFM schon seit geraumer Zeit natürlich im Fokus hier als hessische Sicherheitsbehörden. Wir wissen, dass es eines der gefährlichen Missionierungsnetzwerke ist. Das ist ein Grund, warum wir immer gesagt haben, natürlich ist Hessen bedauerlicherweise eines der Zentren auch für Salafisten geworden. Durchsuchungen gab es auch in Erbach, Michelstadt und Steinbach bei Frankfurt. Betroffen waren sowohl private Wohnungen als auch Moscheen und Vereinshäuser. Und die Suche soll auch in nächster Zeit noch weitergehen. Wir suchen nach wie vor nach Hintermännern, wir suchen nach wie vor nach Drahtziehern. Wir wollen natürlich auch etwas über Geldströme und Geldflüsse wissen. Jetzt wartet aber erst einmal ein Haufen Arbeit auf die Ermittler. Schließlich muss das gesammelte Beweismaterial nun auch noch ausgewertet werden.